Ihr habt Lust auf einen richtig saftigen Schweinebraten und braucht noch ein paar Tipps, wie er perfekt wird, dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir machen heute Schweinebraten und vielleicht kennt ihr das. Ihr macht einen schönen Braten, freut euch drauf und irgendwie ist er nicht ganz so saftig, wie ihr das gerne hättet. Welche Fehler ihr vermeiden müsst und wie ihr das richtig macht, das zeige ich euch in diesem Video. So, als erstes kommen wir mal zu einem ganz wichtigen Teil, nämlich die Auswahl von dem Fleisch. Welches Fleisch eignet sich? Ich habe hier ein Schweinenacken. Der eignet sich besonders gut, denn er ist ein bisschen fetter und das Fett hält das Fleisch schön saftig beim Schmoren. Was auch sehr gut geht, ist zum Beispiel Schweineschulter, Schweinehüfte oder auch Teile aus der Keule. Die sind in der Regel ein bisschen magerer, aber funktionieren auch sehr gut. Die Größe von dem Fleisch ist auch nicht ganz unwichtig. Ein kleines Stück Fleisch wird immer trockener als ein großer, schöner Braten. Deswegen macht lieber ein bisschen mehr, könnt ihr einfrieren oder schmeckt auch wunderbar kalt aufgeschnitten auf einer Semmel mit Senf lecker. Das Stück Fleisch, das salzen wir jetzt erstmal gut von beiden Seiten. Nicht zu geizig sein. Pfeffern tue ich es gleich nach dem Anbraten. Wir wollen das jetzt nämlich erstmal schön anbraten. Und dann habe ich hier noch ein Gemüse für die Soße, Zwiebel, Sellerie, Karotte. Nehmt nicht zu viel Gemüse, das ist manchmal der Fehler. Es wird extrem viel Gemüse in die Soße gemacht und wir wollen ja den Fleischgeschmack haben. Also das Gemüse soll das unterstützen, aber nicht zu viel. Wir geben jetzt erstmal ein bisschen Pflanzenöl in einen Bräter. Und dann braten wir das Fleisch schön von allen Seiten an. So, wenn der schön Farbe hat, dann drehen wir ihn um. Wirklich schön von allen Seiten anbraten. Wenn wir den schön angebraten haben, dann nehmen wir ihn erstmal raus. Und jetzt geben wir unser Gemüse rein. Das braten wir jetzt auch an, aber nicht zu scharf. Schön langsam anbraten, damit das langsam karamellisiert und nicht verbrennt. Das duftet jetzt schon herrlich. Wenn ihr noch ein bisschen mehr über Soßen und Brühen lernen wollt, dann schaut mal auf meiner Webseite vorbei, www.thomas-kocht.de. Da findet ihr nämlich einen Online-Soßenkurs. Dann kann ich auch meinen Knoblauch dazugeben, nicht zu früh, denn sonst verbrennt er. Dann kann auch Tomatenmark dazu. Ich nehme hier mal ungefähr einen Esslöffel. Und wenn das Tomatenmark drin ist, ist es ganz wichtig, dass ihr viel rührt, denn das brennt super schnell an. Und dann schmeckt es bitter wieder. Wir müssen es aber ein bisschen mitrösten, denn sonst schmeckt die Soße eher wie eine Tomatensauce und das wollen wir nicht. Dann löschen wir einmal ab. Ich lösche hier in dem Fall mit Weißwein ab. Rotwein geht auch, das ist Geschmackssache. Beides funktioniert. Ihr könnt theoretisch auch ein dunkles Bier zum Beispiel nehmen. Aber ich finde, Weißwein passt sehr gut zu Schweinebraten. Kleines bisschen rein. Dann kochen wir den wieder komplett ein und rösten das Gemüse noch ein bisschen. Dann gebe ich noch ein zweites Mal Weißwein dazu. Den kochen wir jetzt, bis der Alkohol verdampft ist. Das riecht man in der Regel. So, und dann gieße ich mit Geflügelbrühe auf. Nicht zu viel. Ihr könnt Gemüsebrühe nehmen, Geflügelbrühe, am besten eine dunkle Geflügelbrühe. Aber wie gesagt, helle geht genauso. Ansonsten ginge auch Wasser, denn der Braten gibt schon sehr viel Geschmack ab. Mit Brühe wird es natürlich noch kräftiger. So, daran gebe ich jetzt meine Gewürze. Ein bisschen Wacholderbeeren, drei Nelken. Dann habe ich hier Lorbeerblätter. Am besten sind frische. So, den reiße ich einfach ein bisschen an. Dann würze ich noch mein Fleisch mit Pfeffer. Ja, gut von beiden Seiten.
So, den gebe ich wieder hier oben drauf. Dann gebe ich noch ein bisschen Rosmarin in die Soße. Salbei, wer möchte. Ein bisschen Thymian. Nicht zu viel, Thymian ist sehr intensiv. So, jetzt kommen wir zu ein paar ganz wichtigen Punkten, dass der Braten auch wirklich gut gelingt. Das Problem ist nämlich häufig, dass er austrocknet, weil nicht genug Dampf in dem Bratgefäß ist. Wir brauchen also einen Deckel, der möglichst gut schließt. Denn je weniger nachher die Wohnung nach Essen riecht, umso mehr bleibt auch das Aroma drin. Ja, das verflüchtigt sich nämlich auch. Und umso mehr Dampf haben wir hier drin, je dichter der Deckel, und umso saftiger bleibt nachher das Fleisch. Also wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt. Man kann sich da ein bisschen behelfen, indem man einen Brotteig im Prinzip macht. Also braucht keine Hefe rein, gar nichts. Rezept schreibe ich euch in die Beschreibung. Damit könnt ihr im Prinzip den Deckel abdichten. Ist eine ganz beliebte Methode in Frankreich, wird sehr gerne gemacht und funktioniert auch sehr gut. Der zweite Punkt ist, nicht zu viel Flüssigkeit hier rein. Das kann man aber nur dann machen, wenn Punkt 1 erfüllt ist, also wenn nicht zu viel Dampf entweicht. Denn wenn wir hier weniger Flüssigkeit drin haben, dann entwickelt sich ein ganz anderer Geschmack. Wir könnten das natürlich auch fast bis oben hin auffüllen mit Flüssigkeit. Dann haben wir ein Fleisch, was mehr nach gekochtem Fleisch schmeckt. Und die Soße wird nachher auch nicht so gut. Auch wenn wir die nachher noch einkochen, haben wir nicht das gleiche Endergebnis, als wenn wir hier wirklich mit relativ wenig, nicht zu wenig, aber relativ wenig Flüssigkeit arbeiten. Und da entsteht ein ganz, ganz anderer Geschmack. Der dritte Punkt ist, schieb den Braten bei Ober-Unterhitze in den Ofen und nach Möglichkeit so, dass der Deckel relativ nah an dem oberen Heizelement ist. Dadurch bekommt man so ein bisschen so einen ähnlichen Effekt wie im Dutch Oven und sollte dann im Prinzip den Braten auch noch ein bisschen gleichmäßig bräunen, trotz einem saftigen Ergebnis. So, jetzt habe ich aber genug erzählt. Ich schiebe den jetzt in den Ofen bei 180 Grad erstmal für eine halbe Stunde und dann drehe ich runter auf 160 Grad für anderthalb Stunden. Der Braten hat etwa 2 Kilogramm Gewicht, also ihr könnt ungefähr rechnen eine Stunde pro Kilo. Aber das ist wirklich nur ein Richtwert, da gibt es viele Faktoren, die Einfluss darauf haben, das Fleisch selber, die Temperatur vom Fleisch in dem Moment, wo es reingeht, etc. etc. Nehmt es wirklich nur als Richtwert. So, mein Braten. Der war jetzt 2 Stunden im Ofen. Jetzt schauen wir uns den mal an. Uppa. Oh, der duftet herrlich. So, wenn man hier drauf drückt, merkt man schon, der gibt leicht nach. Das Fleisch lässt sich leicht eindrücken. Dann ist der fertig. Eine andere Art, das zu testen, ist Fleischgabel rein. Die geht leicht wieder raus. Dann ist das Fleisch fertig. Wir werden das jetzt aber nicht sofort anschneiden, sondern wir lassen das jetzt erstmal ruhen, für 20 Minuten mindestens, dass der Fleischsaft sich schön verteilen kann wieder. Denn sonst schneide ich das jetzt an und dann läuft mir ein Großteil von dem Fleischsaft, der läuft mir einfach weg. Also 20 Minuten ruhen lassen, könnt ihr ruhig abdecken, dann trocknet es auch nicht an. Und während der Braten ruht, mache ich die Soße fertig. Der hat jetzt schon fast 20 Minuten geruht, abgedeckt, den packe ich jetzt auf die Seite. Jupp. So, dann gebe ich hier meinen Bratensatz durch ein Sieb. So, es wird immer gefragt, was mit dem Gemüse passiert. Theoretisch könnte man das zur Bindung in die Soße rein passieren oder rein mixen mit dem Pürierstab. Das verändert aber zum einen die Farbe, also die wird relativ hell, und zum anderen finde ich, von der Konsistenz her ist die Soße nicht mehr so schön und sie sieht auch nicht mehr so appetitlich aus. Deswegen mache ich das nie. Hier, der Geschmack ist raus, da ist nicht mehr viel drin. Wer möchte, kann das natürlich noch separat dazu essen. Aber wie gesagt, der Geschmack ist in der Soße. So, und die müssen wir jetzt entweder noch ein bisschen einkochen, wenn uns ein bisschen Kräftigkeit fehlt. Hier ist mir die Soße im Prinzip schon genau richtig, weil ich relativ wenig Flüssigkeit genommen habe. Deswegen, die ist kräftig, die schmeckt gut. Ansonsten könnt ihr sie einkochen so lange, bis euch der Geschmack gefällt, bis sie die richtige Farbe für euch hat. Und dann muss man sie nur noch abbinden. So, zum Abbinden nehme ich angerührte Maisstärke. Dafür einfach Maisstärke mit kaltem Wasser anrühren. Und dafür einfach, wenn ihr die Soße so eingekocht habt, wie ihr sie möchtet, da
dann geben wir das hier langsam, immer nach und nach dazugeben. Bei Maisstärke ist auch wichtig, dass wir den Stärkegeschmack rauskochen. Erst ganz zum Schluss, wenn meine Soße eingekocht ist, erst dann würzig mit ein klein wenig Salz, je nach Geschmack. Deswegen immer die Soße zum Schluss würzen, weil wenn ihr die einkocht, kann es schnell passieren, dass sie zu salzig ist. Klein bisschen Pfeffer, also ihr braucht da wirklich wenig. So lecker. Richtig lecker. So, die Soße ist fertig, das Fleisch ist fertig und jetzt schauen wir uns das mal an. Oh, seht ihr das? Kann man das sehen? Butterweich, es ist zart. Richtig, richtig schön. Dann noch ein bisschen was von dieser unglaublich leckeren Soße drüber. Super, super zartes Fleisch. Leckere Soße. Dazu vielleicht ein paar Knödel, wenn ihr wollt, selbstgemacht, findet ihr hier oben verlinkt. Und dann habt ihr ein richtig schönes Sonntagsessen. Also der Braten ist wirklich super lecker. Und wenn ihr die Tipps und Tricks berücksichtigt, die ich euch jetzt gegeben habe in dem Video, dann kriegt ihr das zu Hause ganz genauso hin, versprochen. So, das war's für heute. Wenn ihr noch ein anderes schönes Video sehen wollt, Ossobuco kann ich euch nur empfehlen. Auch ein ganz tolles Schmorgericht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch noch da lasst und den Kanal abonniert, wenn ihr neu bei mir seid. So, und damit sage ich tschüss, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.